als nächstes kommt der Slide-Schritt. Der passiert folgendermaßen. Der rechte geht wieder vor. Wir machen einen großen Schritt. Und der Slide ist jetzt das, dass der linke Fuß nachzieht. Wenn wir nach links gehen, geht der linke vor und der rechte zieht nach. Um einfach schön Schwung zu haben auf die jeweilige Seite, weil das jetzt ein großer Schritt ist, gehen wir vorher in die Knie, nehmen viel Schwung und gehen rechts und der linke zieht nach und schließt. Das Ganze machen wir nach links, wir sind tief, gehen nach links, der rechte zieht nach und schließt. Bei dem Schritt bietet sich jetzt auch an, einen Armeinsatz, zum Beispiel wie ein Wegdrücken von der Wand. Wir sind tief, bereiten unsere Hand vor, links, wir wollen nach rechts, gehen links mit der Hand und kommen mit den Füßen nach rechts. Dasselbe nach links, bereiten uns hier vor, drücken uns weg. Schnell gezählt ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wobei dann die Hand, die andere, die nicht dran ist, einfach hinterm Rücken verschwindet.